Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Genau, herzlich willkommen. Was stand da? Mion, Mion. Ja genau, moin moin auf jeden Fall. Ja, heute gibt es mal kein Let's Play, sondern es ist eher ein Commentary, würde ich mal sagen. Also ich mache heute mal ein Commentary von GTA, aber ich habe natürlich auch eine kleine Botschaft dabei. Und zwar, es geht um diese ganze YouTube-Werbung. So, jetzt haben wir das richtig. Wir gehen nämlich auf den Maze Tower. Es geht mir nämlich um die YouTube-Werbung auf YouTube. Und ich will euch einfach mal sagen, als ich angefangen habe mit YouTube, da wusste ich natürlich schon, dass es dieses ganze Partnerschaftsprogramm gibt, dass es dieses AdSense gibt, dass es eben, dass man eben Werbung freischalten kann auf YouTube. Habe ich da einen Pickel? Ah ne, ich glaube, es ist eher so eine Narbe. Auf jeden Fall möchte ich niemals so ein YouTuber werden, der sich verkauft wie eine billige Bitch. Und dann sage ich euch jetzt mal klar, wie es ist. Guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel Werbung schalte für zum Beispiel Adidas oder Nike, für Red Bull, das sind alles diese riesigen Konzerne, die unglaublich schlecht bezahlen. Zum Beispiel Nike, Adidas, das sind unglaubliche Menschenrechtsverletzungen, die dort stattfinden. Ihr seht nur die Werbung. Das sieht man beim YouTuber. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Video mache, Troll-Commentary, gell? So ein Troll-Commentary, 200.000 Klicks, es ist Werbung geschaltet für Nike oder irgendwas. Keine Ahnung, was da alles geschaltet wird. Dann unterstütze ich natürlich diese ganzen scheiß schlechten Arbeitsbedingungen. Das sehen wir gar nicht. Wir denken gar nicht drüber nach. Wir sehen, oh geil, Nike, Alter. Voll geil, ey. Guck mal. Oh, Red Bull, ey. Oh, cool, ey. Kindersklavenschokolade. Lecker. Ja, so sieht's doch aus. Und aus diesem Grund möchte ich gar nicht so ein YouTuber werden, der Werbung schaltet. Warum sollte ich das machen? Ich bin doch keine Bitch, keine Hure, die sich der Werbeindustrie verkauft. Und darauf, ganz ehrlich, darauf bin ich ein bisschen stolz. Ich bin stolz darauf, dass ich es geschafft habe, von dieser scheiß ganzen geldgeilen YouTube-Mafia ich hab da noch nicht mitgemacht, sozusagen. Und werde auch nie da mitmachen, weil es wirklich so ist, dass das einfach nur Menschen sind, denen es tatsächlich ums Geld geht. Die würden doch ihren Kanal nicht aufgeben, diese Leute, wenn die einmal merken, oh hey, verdiene noch 5.000 Euro hier durch YouTube im Monat, hey, geil, scheiße, aber YouTube macht mir überhaupt keinen Bock mehr. Ja Leute, die machen trotzdem weiter, ist doch klar, denen geht es einfach ums Geld. Und das ist irgendwie traurig. Und wenn dann noch die Leute kommen und sagen, ach, ich kann dann keine Gewinnspiele mehr veranstalten für euch, das geht doch nicht. Hallo, es geht doch bei YouTube nicht um Gewinnspiele, Leute. Es geht um Spaß, Freude. Und dann gibt es natürlich YouTuber, die sagen, ach, dann gibt es halt keine Gewinnspiele mehr für euch und ich kann das alles nicht machen von der Zeit von den Let's Plays. Also entweder Let's Plays oder es gibt keine Let's Plays mehr von mir. Hey, so ein Let's Play, wie lange dauert das? 10 Minuten? Maximal. Maximal 10 Minuten. Fertig. Moin, moin. Fertig, 10 Minuten und da kommen die hätten keine Zeit, irgendwas anderes zu machen. Das ist für mich ein bisschen blöde. Ich habe alles gelernt, Leute. Geh niemals in die Werbeindustrie oder unterstütze niemals diese Werbeindustrie. Aber für mich ist YouTube inzwischen wirklich, es ist für mich ein Hobby, aber ich würde niemals jetzt hier Werbung schalten für euch. Kauft Kinderschokolade! Von afrikanischen Kindersklaven. Yo! So sieht's doch aus auf YouTube. Das ist heute YouTube. Arm ist es, arm. Aber es gibt auch noch halt YouTuber, die sich gegen diese ganze Werbung stellen. Ne? Das ist für mich, das sind für mich die Sympathischen, ganz ehrlich. So. Ups, guck mal da. Ah, jetzt würde ich gerne mal wissen, was ihr davon haltet. Von Werbung auf YouTube, wie ihr das seht, ob ihr das auch so seht, dass das einfach nur Huren sind, die sich verkaufen. Ich greife jetzt ja nicht irgendwelche YouTuber an, ne. Ich meine nur, es ist doch irgendwie ungerecht, dass es extrem viele YouTuber gibt, die mit einem schlechten, mit einer schlechten Sache, also mit schlechten Videos, einfach so viel Geld verdienen. Manche Menschen arbeiten ihr Leben lang und die kriegen nicht mal so viel Geld
wie die da in den Arsch geschoben bekommen für so ein Troll-Commentary. Hey, du bist negativ. Aha! Das heißt, mit Mobbing kannst du 100.000 Euro heute verdienen mit YouTube. Es funktioniert. Und eigentlich sind wir doch blöd. Warum arbeiten wir eigentlich? Leute, wir sind doch eigentlich Idioten, oder? Wir sollten doch alle jetzt Troll-Commentaries machen auf YouTube, negativ und Sex und Muschi und Hurensohn in den Mund nehmen. Ja, das ist doch super. Leute, so sieht's doch aus heute. So sieht es heute aus auf unserer Welt. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich finde einfach, wir sollten dieses ganze YouTube-Geld Partnerschaftsteil abschaffen. Werbung sollte nicht auf YouTube sein. Und man sollte auch niemals Werbung schalten dürfen. Ein YouTuber darf nicht das Recht haben, Werbung zu schalten. Das ist meine Forderung an YouTube. Verbietet die Werbung für YouTuber und Werbung nur für die Leute, die groß sind. Also zum Beispiel Dokumentationen, die recherchieren, die wirklich Kosten haben und nicht die einfachen Let's Player. Weil die sollten ein Verbot von Werbung bekommen. Das ist meine Meinung und ich würde gerne mal wissen, wie ihr dazu tickt. Seht ihr das auch so? Weil so, wie ich das jetzt angesprochen habe, hat das noch keiner angesprochen. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal, euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ciao! Ich sage nur, eins sage ich noch. Mion, Mion. Ciao!